Na, lauter Graffi hat der da hören. Und einen Saustall hat der beieinander gehabt. Na, das klappt mir gar nicht. Schau mal, Kathi, wer da ist? Ja, da schau her, Herbert. Die Leute sind auch schon da. Das darf euch jetzt schon narrisch interessieren, was wir da tun, gell? Genau, wie man nur so neugierig sein kann. Aber ich sag's euch trotzdem, wir suchen. Ja, und für den Flohmarkt haben wir schon ein bisschen was benannt. Wisst's, er ist nämlich ganz überraschend gestorben. Ja, du musst einer schon sagen, wer. Ach so, ja, der Bömmel, der Schreinermeister. Ein ganz weitschichtiger Verwandter von uns. Ja, und seine Tochter, das Annal, die hat die ganze Verwandtschaft eingeladen. Und uns haben's fast vergessen. Gut, er war bloß ein Vetter. Und das... Ja, das ist meine Alte. Ja, und jetzt suchen wir nämlich, weil wir müssen nämlich auch schauen, wo wir bleiben. Weil dass wir so gar nichts kriegen, das geht ja überhaupt nicht. Na, das geht gar nicht. Aber jetzt lass dich nicht aufhalten von den Leuten, weil wenn sie wissen, wohin wir die Geschichten ausgeht, dann sollen sie ins Theater gehen. In was für ein Theater? Ja. Und wann und wo überhaupt? Ja, als Bauerntheater in Ismaning. In der Hainhalle. Ich hab was gefunden. Ja, Milex, der Mosch. Das ist ja das Programm vom Frühjahrstheater. Ja, und da schau hier, das Stückel, das heißt Der Himmel wart nicht. Das ist eine geistreiche Komödie, nur dazu. Ja. Jetzt sagst du nichts mehr, ha? Nein, sag ich nichts mehr. Und am 11. April, da ist schon die Premiere. Ja, und der Vorverkauf, Moment. Da. Der Vorverkauf startet am 23. März um 6:30 in der Hainhalle. Und danach gibt's die Karten wie alle beim Benz. Du, Herbert, ich glaube, ich hab was gehört. Ich glaube, da kommt jemand. Komm, wir müssen schauen, dass wir wegkommen. Also, habt ihr's mitgekriegt? Das Bauerntheater lädt wieder zu einer Vorstellung ein. Kommt's? Ich hoffe schon, darf mich freuen. Also, wir sehen uns. Führt euch!